Moin Leute, wir machen weiter mit unserem Archer in Bless Online, russische Open Beta und Englisch Patch. Leider reden sie damit kein Englisch, oder? Ja. Dennoch sind wir hier, wo wir abgestürzt sind. Ist jetzt eine interessante Geschichte, da mein Flugpad nicht mehr existiert. So, es leckt das hier natürlich, weil sich erstmal alles laden, stabilisieren und so weiter, bla bla. Was haben wir denn hier Hübsches? Ne, ist schlechter. Wir sind Level 7,5 mit dem Archer. Und ja, fertig, stabilisiert. Und wir sind jetzt hier. Hier auf der Seite waren Fragezeichenviecher. Da unten irgendwo. Ja, diesen Fragezeichen. Und da hinten, die sind 28 oder so. Wir reiten mal mit dem Pony. Und ja, er hüpft natürlich. Was haben wir hier? Ah ne, hier sind auch Fragezeichen. Ja. Jetzt sind wir natürlich am Arsch der Welt. Und müssen da unten hin. Wir können ja mal schauen, ob wir hier durchkommen. Um die Ecke runter, aber das geht ja gar nicht. Da hinten ist ja zu. Aber ich, das wäre der schnellste Weg. Alter, bin ich weit weg. Bin ich so weit gelaufen? Na gut, wir versuchen einfach mal querbeet ein und ja. Was kann der denn? Aber der Shift springt ja von dem Pferd runter rückwärts. Krass. Und hier kann ich Gold sammeln. Klatsch, Alter. Leg dich nicht mit mir an. Der schmeißt aber, das ist Kacke. Ja gut, wenn ich sterbe, will ich hoffentlich keinen. Eins meiner Items. Höllenblume. Ja, die ist genauso krass. Gut, gehen wir wieder aufs Pferd. Das klappt zum Glück. Und reiten. Was ist denn dann das da? Das ist doch so ein Transporttier. Das ist hier so ein Drachen. Drachengerechtes Fluggerät. Ich zeig's dir nun. Und zwar... Not available, not available. Ah, da muss ich erst die Zwischenstation für erreichen. Okay. Und die wäre da. Bedeutet... Wir brauchen eine Bergsteigerausrüstung. Oder wir nehmen die Ziege. Krass, Alter. Was ist das denn, ey? Ist ja voll das Killerpferd. Ja, Mann. Gut, Pferd ist also das Wichtigste. Und reiten dann hier einmal so durch. Ja, komm, dann machen wir. Da sind auch Gegner. Na, die sind 1000 Lebenspunkte schwächer. Also das ist... Oh, okay, die Menge macht's. Also reiten wir nicht darüber, wir reiten dahin, wo wir überleben. Vielleicht muss man auch zuerst zur Hauptstadt. Ich weiß es nicht. Da gibt es nochmal Agro-Ecken und Nicht-Agro-Ecken. Also da dieses Cave, das ist ja sehr nett. Einfach so zum chillig farmen. Und sowas ist natürlich für, vielleicht für einen Magier oder so gut, wenn er dann einfach alle Agro-Viecher zusammenzieht, die im Umkreis sind. Ja, ist ja gut. Musst du nicht so schreien. Ist alles gut. Ja, die Map da oben, die sieht aus wie... Wie Google Maps, ja, mit den ganzen Straßen. Was haben wir hier? Was sind das für komische Blumen? Brennnessel. Ach, die sind auch alles Gegner. 44.000? Ja, ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin.
Ja, das könnten Wachen sein, weil das hier irgendwas anderes ist. Das ist Menschendorf und ich bin Hund. Ja. Schieß einfach mal drauf, Trottel. I will show you now. Was sagt er? Not available. Ne, dann muss ich darüber laufen. Was ist das denn hier? Lava, Feuer. Ah, ist so nice. Da oben bin ich mit der Elfe gestartet. Da ist das hier. Hey. Weißt du, sowas offen zu zeigen. Ja, und du zoomst dann ran und guckst dann hier und denkst, oh mein Gott, was ist das und was könnte hier sein und was könnte da sein. Das macht so Lust auf mehr. White Eagle. Geil. Oder? Haben sie gut designt. Dann pimmeln wir hier nicht länger rum, sonst krieg ich wieder Ärger. Dann versuchen wir hier... Ja. Gut, darüber ist eine Brücke. Und dann... Ab zur Main Quest zurück. Ja gut. Oder auch nicht. Ja guck mal, da kann das schon mal nicht mal hoch. Was ist denn, wenn ich jetzt absteige? Kann ich einfach runterherlaufen? Nö. Er kann sich auch nirgends so festhalten. Guck da unten rein. Ja gut, jetzt hängt er ganz fest. Er kann ja auch nicht kriechen, stimmt ja. Dann benutzen wir mal den Teleportstein. Fertig, ja, schnauzvoll. Ist ja das Schöne an diesem Stein. Auch wenn ich gerne alles so zeige, aber gut. Brauchen wir doch ein Flugtier. Aber es war natürlich nachher auch nachher den Arsch voll Viecher. Achso, jetzt bin ich jetzt wieder am Start. In der Startstadt. Ja, super, Alter. Guck mal, wie weit das ist. Zieh dir mal rein, dass hier sind die ganzen Städte. Also rennen wir zur Teleporter-Tante. Es gibt Teleport und Reisen. Gucken wir mal, ob es von hier ausgeht. Ja, von hier aus geht's auf jeden Fall. 3 Silber habe ich. Auch sehr schön. Keine Ladesequenz und kein Rumgepimmel. Ja, direkt drauf und rüber. Müsste jetzt noch so ein Minigame geben, ja, dass zufällig beim Fliegen Viecher auftauchen können oder so. Die haben ein bisschen Gold geben oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Special Box. Mal ein bisschen rumballern in der Luft. Scheint eine holprige Angelegenheit zu sein. Dieses Rumgeschnacksel hier. Ja, was haben wir denn hier? Ist das denn richtig? Nö. Ja, fliegt er weiter? Ne, landet er hier? Sehr schön. Flieg weiter, komm. Da habe ich noch so eine Quest auf. Na doch, der landet natürlich hier. Was bist du denn für einer, Ja, da muss man von Hauptstadt zu Hauptstadt und kann von da aus dann die einzelnen Ärmchen erreichen. Weil ich ja eigentlich von hier aus auch darunter hätte kommen können. Was ist denn bitte schön ein Tor? Oh, bei Komma gibt es auch noch was. Ah, hier. Also man kann von da aus nach da, aber nicht nach da. Die einzelnen Territorien. Okay. Ja, was war das hier?
Doch, der fliegt weiter. Was machst du denn, Alter? Also entweder lande oder flieg weg. Gibt's nicht. Ja, wenn wir jetzt hier einen Notschalter ziehen können oder mal. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach runterspringe und ein Pferd rufe? Nein, das geht nicht. Dann hätte ich einen Pegasus. Ta-ta-ta-ta. Waren wohl ziemlich gute Designer dran, also die fanden das gut. Einfach mal so ein bisschen zu designen und drüber zu gucken, finde ich gut. Vom Qualitätsmanagement her auf jeden Fall. Ja, ach ja, hier ging es mit Matthias, der mittlerweile sein zweites Tee bekommen hat. Okay, hier beim Sprechen, aber hier oben nicht. Und um die Prinzessin Leonie, die eine kleine Assassine ist, die uns ja, angegriffen hat und verarscht hat. Boah, Alter. Если кто встретит учителя, приведите. Gut. Das hier scheint das Anwesen zu sein von denen. Schade, dass man nicht greifen kann. Hüpfen da jetzt mal rüber. Na, wer bist du denn? Ja, dumm, mit dem An, mit dem Ranzoomen. Der ist böse. Alter, der macht 100 Damage. Guck mal, fängt direkt eine Quest an mit Töte 5 weitere Hamster. Hamster heißt anscheinend überall Hamster. Выберите подходящую цель. Hä? Doch mal dasselbe. Da haben wir noch einen. Voll daneben. Aber nichts Besonderes. Ich hatte ja mit dem Paladin hatte ich direkt zwei Waffen am Anfang. Und mit ihm habe ich ja noch nichts gedroppt. Oder die Monster haben nichts gedroppt. Zumindest bis jetzt. Auch noch zwei. Da ist noch einer. Ist da auch noch einer? Ja. Man müsste hier beim Zoom, dass wenn man beim Zoom, beim Anvisieren, müsste man passiv festlegen, wenn ich halt einfach nur im Kreis laufe, so zum Beispiel, pass mal auf hier, wenn ich zum Beispiel so schieße, das ist ja ein schlechter Treffer, als wenn ich die ganze Zeit so laufe und so schieße, weil ich dann immer im Kreis bin, sodass dann halt, ne, in der Nähe von dem Blauen ist dann halt 99%, 98%, also dass es immer weniger wird, sodass wenn ich dann halt so laufe und so zum Beispiel schieße, ja, dass 30% nur noch Trefferscheiße ist. Und dass dann, wenn man im Kreis hier trifft, die kritische Chance plus 10% wäre. Das wäre jetzt so meine Intention an diesem, ne, Auto anvisieren, ja. Aber im PvP zum Beispiel, dann würde wieder Skill zählen. Dann müsste man natürlich das Tap-Targeting komplett deaktivieren. Laufe ich hier eigentlich richtig oder? Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Nö, da ist er auf jeden Fall schon mal nicht drin. Hä? Oder? Ja.
Ja, da ist auch noch ein Raum drunter. Hallo. Ist ja bekloppt, oder? Muss ich nicht verstehen, dass er so komisch läuft. Nein! Ja, es ist mit diesem Anvisieren, das gefällt mir nicht so gut. Kommt man natürlich mit klar, weil dann ist es nun mal halt so. Ja, einsammeln kann ich es anscheinend auch nicht. War ein Witz, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das hier so ein bisschen so klobig ist. Also ich meine, er springt doch. Guck mal, er könnte so theoretisch da drüber springen. Er springt aber so, als wäre das. Ja, als wäre das so eingerahmt mit einer unsichtbaren Mauer, als würde man das nicht wirklich überspringen können. Ganz komisch, weiß nicht. Vielleicht ist das auch ein Schutz. Es gab ziemlich oft Spiele, wo ich mich beschwert habe, dass wenn ich zum Beispiel hier so dran laufe, dass ich dann da drin hängen bleibe oder mit der Schulter dagegen knalle. Ja. Und die haben es halt einfach so gemacht, dass egal wie du dagegen kommst, immer dran vorbeigleitest. Deswegen kannst du auch an vielen Sachen einfach nicht hochspringen, wenn du nicht wirklich, wirklich drüber bist, um einfach dieses da reinlaufen zu verhindern. Hier zum Beispiel hat man das jetzt gesehen, ja. So, das heißt, ich kann gar nicht da drin festhängen. Deswegen springt er ja auch dieses, der springt ja auch nicht normal, der springt ja auch, als würde er etwas haben, wo er wirklich drüber springen müsste. Deswegen ist das dann auch so realitätsgetreu. Kein Mensch, oder wenige Menschen können hier einfach drüber springen. Ja, man findet halt immer noch Ecken, wo man halt dran hängen bleibt, ja, aber so jetzt zum Beispiel ist es halt schon schwer. Deswegen hat auch diesen Drang, habt ihr gesehen, ja, diesen Drang, da dran vorbeizuspringen. Ich finde das sehr interessant, diese Machart. Das ist auch so wie hier, ja. Der kann da nicht gegenlaufen. Der wird dann immer dran vorbei geschleust. In vielen Spielen steht er dann da drin, ja, bis er sich dann irgendwann reingebackt hat. Ja, im Labor war Monster, genau, Professor Öl habe ich nicht gesehen, aber wahrscheinlich auch Monster, ja. Ah, gib mir ein Level ab, sehr schön. Was wollten wir hier? Wir nehmen hier Medium, was ist das denn? Ober. Oh, was haben wir hier denn? Mechanischer Pavic. Ein Tag permanent, hä? Ein Tag ist ja nicht permanent, ne? Also. Hab ich was Neues? Wo ist er denn? Collection Book nennt man das. Y, okay. Was ist ein 35 Grad episches Mount? Ja, krass. Da sitzt man auf der Schulter. Oh, der ist ziemlich schnell. Muss ich denn hier oben wahrscheinlich? Hier gibt es hier so Boards, da kann man dann noch Killquests holen. Da gibt es dann so eine Rolle für Bücher, die man sich holen kann oder so. Und noch was anderes. Taming Pets, Minions, Amount. Aha. Kill Hamster. Das habe ich aber doch vorhin schon mal gemacht. Machen wir halt nochmal.
Weil wir das wahrscheinlich brauchen. Also, denk mal. Machen wir aber nebenbei. Also wir laufen hier die Quest vorbei. У меня плохое предчувствие. Не попался бы он парням грандец. Не знаю, найдутся ли в лесу скоробей. Und kloppen. Ja, dann müsste jetzt wieder runter, toll. Hamster. Подготовка к использованию не завершена. Man sieht auch, Herr Tom, habt ihr es, ist euch was aufgefallen? Die Laufgeschwindigkeit der Gegner ist ähnlich schnell wie mein Zurückspringen. Also wenn ich ihn anschieße und dann zurückspringe und dabei laufe, holt er mich halt direkt wieder ein. Also das sinnvolle Blocken von dem Paladin ist besser als das nach hinten springen. Das ist einfach nur, wenn er dann wirklich gefangen ist, auf Entfernung gehen. Aber das ist jetzt nicht so ein... Ja, zum Beispiel so. Rückwärts laufen, gefangen genommen worden, zurückspringen. Problem ist aber, dass ich dann wieder viel zu weit raus bin, muss mich umdrehen und dann wieder nach hinten springen. Und dann könnte ich vielleicht noch mal in diesem Affekt die Falle legen, wenn dann der Cooldown da ist, aber das ist dann... Vielleicht aus großen Skills rauszukommen. Ich weiß nicht, wie das ist bei Bossen. Wenn wir zum Beispiel im Dungeon sind. Ja, Aufladeskill ist ein bisschen tricky. Das ist aber ein bisschen... Mal gucken, vielleicht kann man den auch erweitern. Vielleicht macht der nachher auch einen Doppelsprung, rückwärts nach vorne, zurück, Salto, Schraube, was weiß ich wohin. Nicht gut. Also, ich droppe mit dem hier anscheinend wirklich gar nichts, loot mit dem hier nichts, die droppen mir nichts. Auch das, ich, jedes Mal dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich hier über VPN spiele. Also ich habe ja VPN dann wieder ausgemacht, weil ich ja dann mich eingeloggt habe. Im Ladescreen kann man dann ausmachen. Oh, das ist ein erstes Item. One item for me. Robe brauche ich nicht. Aber es ist ähnlich gut. Also nicht schlecht. Dass wenn ich hinlaufe... Ja, also hier, passt mal auf jetzt. Und ich mache jetzt Scharfschütze, also die ist Sniper, ja. Na, jetzt hat's geklappt. Also ja, manchmal diesen Abbruch drin hat, ja, wo ich dann denke so, hä? So, das war jetzt zum Beispiel wieder sowas, ne? Wo ich dann dachte, hä? Und jetzt wieder. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Da muss ich mal auf jeden Fall den Magier anfangen und mal gucken, was der macht. Der macht dann wahrscheinlich einen Teleport, denke ich mal, so als Ausweichungsmöglichkeit. Und Feuerball mit, wenn er den gedrückt hält, Explosion. Ich mein Schätzen auf jeden Fall. So, haben wir die Quest durch. Ich gehe mal die Quest abgeben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Haut rein, Leute. Ciao.